so Hilfe. Ich bin Pippe. In meinem Haus gefangen. Pippe. Ich brauche Hilfe. Pippe, bist du das? Ich komme. Ich hab dich. Kumpel, alles gut. Oh, vielen Dank. Vielen Dank, Doria. Das war eine harte Nacht auf jeden Fall. Aber spaßig auf jeden Fall. Sag mal, habe ich gestern irgendwie komisch geredet, als ich da so ein bisschen betrunken war? Nein, ich kann mich nicht mehr an so viel erinnern. Ich weiß nur, dass ich die Ableiterfrau kennengelernt habe und getroffen habe. Ja, Mist. So ähnlich geht's mir nämlich auch. Ich weiß nur noch, da kam irgend so ein Typ an und hat mir irgendwas gegeben. Da wurde ich irgendwie fast blind und er meinte irgendwie, dass hier schöne Grüße vom Greifenhorst oder so. Greifen? Oh, ich bin hingefallen. Pepe, nein. Du hast ja auch noch mehr getrunken als ich. Also das wundert mich gar nicht. So, hier erstmal. Komm, Pepe. Oh Gott. Oh Mann, Pepe, ich bin hingefallen. Ist immer das Gleiche mit mir. Alles gut, Mann. Du musst einfach was essen. Ich glaube auch, ich bin zu. Komm, ich geb dir was. Hungrig. Ich geb dir was. Hier, geht aufs Haus. Die berüchtigte Hexe Grimm sucht mutige Seelen, die bereit sind, sich in den Zauberwald am Fuße der Schneeberge zu wagen. Oh shit. Um magische Pilze zu sammeln. Die Mission ist nicht für schwache Nerven, denn die Gegend ist berüchtigt für ihre wilden Tiere und gerüchteweise auch für Wegelagerer, die nichts Gutes im Schilde führen. Doch für jene, die erfolgreich zurückkehren, winkt eine Belohnung, die so manchen Risikofreudigen locken dürfte. Grimms temporäre Gunst in Form eines persönlichen Gefallens. Ein Angebot, das Potenzial hat, das Schicksal des Finders auf unerwartete Weise zu wenden. Chat. Grüße. Wart ihr zufällig gestern Abend so bei den Bauernhöfen, bei den Farmen und habt mir ein merkwürdiges Getränk verabreicht, das mich erblinden ließ? Ja, wenn ihr so ein komisches Gesöff getrunken habt, das euch kurzzeitig erblinden lässt, ist das sicher von dieser anderen Schenke. Die versuchen schon die ganze Zeit, unseren Ruf zu zerstören. Also ihr meint, das war ein Angestellter der anderen Taverne, der uns da versucht hat zu vergiften. Sie verbreiten Lügen, dass Leute hier komische Getränke bekommen würden mit 3 Xen auf den Flaschen, obwohl wir so etwas nicht führen. Genau, das war das. Also es wäre nicht das erste Mal. Das war eine Flasche mit 3 Xen. Jetzt wo ihr es sagt. Ja, so etwas verkaufen wir hier nicht. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr das auch der Stadtwache mitteilen würdet. Wir haben zwar gerade keine Sprechstunde, aber wie können wir Ihnen weiterhelfen von der Stadtwache? Ich würde gerne ein Verbrechen melden. Oh, zufällig, ich habe die Flasche noch als Beweismittel, falls ihr die sehen wollt. Natürlich. Das ist besagtes Getränk. Ich werde das von unserem Spezialisten prüfen lassen. Ich glaube, was hier passiert, ist, dass die Taverne vom Feuerschlund, dass die hier falsche Tatsachen vortäuschen wollen und so tun, als würden die Leute vom Greifenhorst Leute vergiften. Das hat Steini auch schon gesagt. Aber Steini redet manchmal ganz wir. Steini klingt wie ein weiser Mann, Frau, Stein. Er ist ja auch steinalt. Ja, das, ja. Bei mir hat er auf jeden Fall schon einen Stein im Brett. Was ist denn mit den Pilzen? Ach ja, da ist ein neuer Aushang. Es handelt von irgendwelchen magischen Pilzen, die Hexe sucht. Was? Meint ihr, wir könnten diese Pilze vielleicht hier auch verkaufen? Das dürften die Äpfel sein, oder Nero? Ach, jetzt sag ich schon Nero zu dir. Alles gut. Wir haben nur 10 Taler. Dafür würdet ihr 5 Äpfel kriegen. Oder weniger Äpfel und dafür noch etwas Mais. Könnte ich nicht tun. Mein Bruder braucht eine Sublade für sein ganzes Seid Geld. Seid gegrüßt, Kaukauk. Ich bin mir ziemlich sicher, der Meister hatte weiße Haare. Sagt mal, der Meister, der hatte doch weiße Haare, oder? Ja, vielen Dank. Hier und da und überall. Longsheng. Er ist für uns da, wenn wir ihn brauchen. Ja. Der Meister ist gerade hier vorbeigeritten. Er sah irgendwie anders aus. Naja, seine Haare waren schwarz. Ich hätte eine Schmiedeanfrage. Und zwar, ich suche nach einem Schwert. Es muss kein dekoratives sein, sondern eher ein praktisches. Okay, und zu welchem Zwecke? Zur Übung. Für was für Übungen? Schnittübungen, weil ich arbeite am Obststand, müsst ihr wissen. Und wir haben teilweise sehr große Kürbisse
wo man größere Messer braucht. Und ich dachte, wenn ich mit einer etwas schwereren Messergattung vielleicht übe, dann funktioniert das besser. Und dann kann ich die gute Frau Ella besser entlasten. Ja. Da muss ich aber erstmal mit Herrn Kakalakis drüber reden. Ob das okay ist, dass seine Angestellten dann überhaupt so großes Messerwerkzeug haben. Ja, das können wir gerne oder Sie mit ihm diskutieren. Das ist kein Problem. Ja, machen wir. Da gehen wir mal hin. Weißt du, wo der ist? Also ich habe ihn heute noch nicht gesehen, nein. Und das wollt ihr sicher nur für Kürbisse benutzen? Ja, ja, klar. Also quasi auch für Krafttraining ohne Kürbisse. Aber definitiv für nichts Schlimmes. Aber wieso wollt ihr denn die Kürbisse halbieren? Verkauft ihr doch im Ganzen. Ja, das ist so eine Geschäftsidee, wisst ihr? Weil viele sind etwas abgeschreckt von der Größe und dem Preis der Kürbisse. Deswegen dachte ich, vielleicht können wir die halbieren und zur Hälfte des Preises anbieten. Okay, okay. Weil der junge Mann hier, der wollte... Der Max? Oh, das Pferd steht vor der Tür. Er wohnt ja direkt hier hinter uns. Oh je, je. Herr Kakalakis? Meint ihr, er ist ins Abort gefallen? Alles ist möglich. Bitte sehr. Ihr wisst nicht zufällig, wo man hier Fackeln erwerben kann? Nun, ich habe gestern mir Fackeln einfach vom Brunnen genommen. Oh, also auf so eine clevere Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Oh, shit. Yes, so, es geht aufwärts, Leute. Frau Ella, da ist er. Schaut seine Haare. Grüße, Meister. Seid gegrüßt. Ihr seht heute sehr frisch aus. Ich habe gebadet. Du willst der Allergläubigste sein. Wie keiner vor dir war. Ganz allein gegen die Dunkelheit. Ich kenne die Gefahr. Ich streifte durch das ganze Land. Ich suchte weit und breit nach Longsheng, um zu verstehen, was ihm diese Macht verleiht. Ich will den Platz im Paradies, der mir gehört. Ich gebe niemals auf. Longsheng. Schnaps mir für mir. Longsheng. Longsheng. Schnaps. Schnaps. War bestimmt die Palme in der Kirche. Ach hey, Draconia von Kraut. Haben wir die Heilerin? Die Heilerin. Die Heilerin. Die Heilerin. Bitte hole die Heilerin. So, so. Seid ihr auch auf den Fersen des Dämons? Diesem Pferd. Ich kann... Oh, was ist denn hier los? Ach, wieder einer. Nicht mehr viel lose. Hallo, Herr Totengräber? Geht's Ihnen gut? Geht's euch wieder gut? Da darf niemand rein. Oh, natürlich. Das ist bestimmt streng geheim. Oh, nein, aber man sollte nie die Ruhe der Toten stören. Aber ich habe eine Aufgabe für euch, wenn ihr das wollt. Für mich? Ich muss dringend einen Mittagsschlaf machen. Ja. Kennt ihr diesen Dumbatz mit der Axt? Ich glaube ja. Wieso, was ist denn mit ihm? Wenn ihr ihn findet, könntet ihr ihm sagen, dass das, was er gesucht hat, nun in der Gruft der Königin ist? Klar. Kann ich gerne übernehmen. Wundervoll. Na, Dank. Weil ich muss nun ganz dringend schlafen gehen. Am besten macht man das in Gräbern. Also lege ich mich da vorne in den Grab. Gehabt euch wohl und hab Dank. Alles klar, ich weiß Bescheid. Na dann, gute... Ruhet in Frieden. Wohin des Weges? Hallo. Ich suche mein Pferd. Nein, mein anderes Pferd, was mir gestern an der Taverne gestohlen wurde. Es heißt Lasagne. Wenn ich Lasagne irgendwo sehe, dann... Nehmt die Taler. Jawohl, Herr. Danke. Lasagne! Könnt ihr mir nochmal beschreiben, wie Lasagne aussah? Weiß.
Mit nur einem Sattel. Wenn ich Lasagne finden würde, welchen Namen soll ich ihm nennen? Der Name Wenzel seines Herrn. Wenzel vom Ulrichstein. Alles Sag, klar, Wenzel dann. Wenzel sucht dich und bringt es an die Schmiede. So werde ich dies tun. Oh, ihr seid der Schmied. Okay, Sie kümmern sich um das Schwert, ich suche Lasagne. Das klingt doch wie ein gutes Geschäft. Ja, ich reite aber nochmal da hinten hin, um zu schauen, ob Lasagne vielleicht da hinten steht. Da bin ich auch gerade hin unterwegs. Perfekt. Wilde Tiere. Ah! Wildsau! Du Wildgetier! Lass mich zufrieden! Oh. Guten Tag. Guten Tag. Füchse? Füchse? Nein, ich suche Pilze. Ihr habt nicht zufällig von den magischen Pilzen gehört? Was für magische Pilze? Naja, also heute gab es einen neuen Aushang vor dem Rathaus. Die Hexe Grimm sucht anscheinend nach magischen Pilzen, die sich hier irgendwo befinden sollen. Seid ihr ganz alleine hier? Ich bin allein unterwegs, das ist richtig. Oh, ihr solltet vorsichtig sein. Mich hat da vorne nämlich ein Wildschwein angegriffen. Ja, danke für die Warnung. Wenn ihr eine Waffe habt und geschult damit seid, dann... Reicht das als Waffe? Also ich weiß nicht, ob das Wildschwein eine Bestechung in alkoholischer Form akzeptiert, aber... Ich kann die Flasche ihm überziehen. Ach so, das meint... natürlich, das ist sehr weise. Ja, damit habt ihr auch eine Waffe. Ah, ich merke, die Sonne steht schon sehr... Ja. Na dann, viel Erfolg bei der Fuchsjagd. Viel Erfolg bei der Pilzjagd. Dankeschön. Hallo, gute Frau. Seid gegrüßt. Wohnt ihr denn hier? Nein. Was macht ihr denn dann hier? Kann ich wenigstens auch sagen, ich bin hier durch Zufall hier, wenn ihr hier... Ach so, ihr seid auch... Okay, dann mich berinnt etwas die Abenteuerlust, müsst ihr verstehen. Ah, ihr meint diese Geschichte mit, ich bin der König der Welt. Davon habe ich auch mal gehört, ja. Also die Aussicht ist hervorragend. Oder ist hier Stonehenge? What the fuck? Ihr habt nicht zufällig jemanden in einer Fuchsmaske gesehen? Ich habe einfach nicht meine Hand gehalten. Seid ihr in Ordnung? Warum bist du nackt? Oh Gott. Warum bin ich nackt? Warum bin ich nackt? Gute Frau, ich... So, zieht euch doch etwas an. Nun denn, gute Frau, der Henker. Ah, ihr seid wieder bekleidet, okay. Der Henker, wo war der? Wunderschöne Titten hab. Jetzt zeigt den Hirn doch nicht. Ich sollte besser gehen. Seid gegrüßt. Oh, Grüße. Seid gegrüßt. Grüß Gott. Grüße. Auch auf der Fuchsjagd? Ja. Nun, in gewisser Weise. Sass. Meister, eure Haare sind ja wieder, Ja, lasst uns nicht drüber reden. Es ist alles wieder wie früher. Alles völlig normal. Ich finde aber, das steht euch irgendwie sehr, sehr gut. Aber falls ihr... Was zum Teufel, Mann? Was ist das? Hier ist Content Corner, oder was? Komplett abseits von allem. Ich suche... Oh! Oh, shit! Oh. Aha. Waldläufermodus. Spuren. Wow. Das ist cool. Oh, Pippe. Was machst du denn hier? Wo ist es? Wie geht es dir? Ist das hier vielleicht der Ort? Ich bin hier wegen diesem Aushang für die magischen Pilze. Ganz da oben. Und da ist ein magischer Pilz? Das ist ein magischer Pilz. Nicht, dass ich wüsste, nein. Und irgendein Verrückter in einer Fuchsmaske habt ihr auch nicht gesehen, ja? Die sind in die Richtung. Verrückte. Ja, doch, zwei Stück. Die sind da runtergerannt. Oh Gott, er hat nicht rausgefunden, dass wir das waren. Warte, sie war das? Anscheinend ist er nicht der Hellste. Ja, er ist ziemlich dumm. Aber mit ihm saufe ich immer. Was? Jeden Abend. Also nur wenn's das Gold zulässt.
Bro. Alles gut, wir haben vorgesorgt. Was zum Teufel? Also Omega Ice Dragon? What the fuck? Das hier sieht sehr wie ein Altar zur Opferung aus. Ja. Ich denke, wir sollten das vielleicht nicht weiter anzünden. Wow. Damn. Okay, das ist verdammt cool. Allein dafür hat sich das schon gelohnt. Oh je, was, wenn ich nie wieder nach Hause finde? Dovahkiin, Dovahkiin, dududum, 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 dududududum. Könnte fast schon ein riesiges Nest sein. Ne, ich dachte auch gerade zuerst, ich dachte, das wäre das Dorf, aber das ist es nicht. Das ist das hier. Dieses komplett schwarze Dings da irgendwie. Wow. Wie pflegt der gute Long Sheng immer zu sagen, das Abenteuer lacht. Moment, was ist das denn? Chat, Screenshot. Weil ich hoffe, Frau Ella macht sich nicht zu viele Sorgen. Aber sie kennt mich ja. Warte, ist das... Oh oh. Grüße. Gehört euch der Hof? Nein. Nein. Ach, Herr Ritter, eine Sache noch. Ich weiß nicht ganz, wie ich anfangen soll. Gestern Abend, so zwischen der 9. und 10. Stunde im Wald. Ihr hattet da euch mit der Prinzessin unterhalten und ihr habt jemanden hinter einem Haus wahrgenommen. Ich wollte nur so ehrlich sein und euch sagen, dass ich das war. Und die Sache ist die Leute haben sehr Angst vor euch und ich kann auch verstehen, warum, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ihr Gerechtigkeit im Herzen tragt und so bin ich euch gefolgt, um vielleicht irgendwie behilflich zu sein und da war die Prinzessin und es tut mir sehr leid auf jeden Fall. Nur wenn ich mit irgendwas... Wenn ihr ein Wort darüber verliert, seid ihr tot. Das ist einleuchtend. Vergeltung zeigt mir ja auch, dass das sehr... Scheiße von mir war. Wenn ich irgendwas tun kann, um euch zu helfen bei eurer Mission, ich werde mein Bestes tun, euch zu dienen, um zumindest als Entschuldigung für mein Vergehen. Versucht herauszufinden, wer blutroten Wein mag. Blutroten Wein. Okay, sonst noch irgendein Indiz? Er mag kleine Messer. Kleine Messer und blutroter Wein. Okay, wenn ich was rausbekomme, wie kontaktiere ich euch? Ich finde euch. Nun gut. Ich tue mein Bestes, oh ehrenwerter Ritter. Das hat doch eigentlich ganz gut funktioniert, oder? Oh, ihr seid's wieder, na? Wie war die Jagd? Hast du die Scheiße gefressen oder was? Um Gottes Willen, mein guter Herr, ihr habt doch nicht etwa... Was ist denn mit dem los? Hat er gesoffen? Ich habe ihn Scheiße fressen lassen. Das ist dann der Zweite, dem
sagt, ihr kennt nicht zufällig jemanden, der gerne blutroten Wein trinkt und kleine Messer mag? Ich glaube, das ist eine Metapher für irgendwas und ich verstehe sie nicht. Was sie behalten? Nun, ich nehme das als ein Nein auf. Ich gehe da mal wieder meines Weges. Ich verkaufe Messer. Ihr verkauft Messer? Habt ihr eventuell Messer an jemanden verkauft, der gerne blutroten Wein trinkt? Ich habe nur ein Messer verkauft an einen Mann, dessen Namen ich vergessen habe. Louis hieß er. Louis? Louis bla bla bla. Louis bla bla bla. Okay, ich werde mich nach dem Mann erkundigen. Ich hätte mal wieder eine merkwürdige Frage vielleicht. Ja, immer. Mir wurde von einem Drachenei berichtet und eventuell wisst ihr da etwas drüber und ich war auch schon so frei und hab etwas die Berge erkundet und da war ein riesiges Nest und ich fragte mich, ob das irgendwas damit zu tun hat. Nun, ich möchte es gerne andersrum. Ich weiß gar nicht, inwieweit ich in der Freiheit bin, da zu viel drüber zu sagen. Was weißt du denn schon darüber? Also, ich kenne natürlich die Geschichten von dem Drachenangriff und das ist auch eine der Geschichten, die mich überhaupt hierher verschlagen hat nach Rastalot. Und naja, also Frau Ella hat mir ein bisschen darüber erzählt und hat dann auch erwähnt, dass es wohl Gerüchte gab über ein Drachenei, das eventuell noch existieren würde und dass ihr vielleicht mir etwas darüber erzählen könntet. Also, ich nehme dich gerne ins Vertrauen. Es existiert wahrhaftig ein Drachenei, welches herumgegeben wird zur Pflege und zur Brut. Es ist noch nicht klar, was passieren wird mit diesem Ei, aber es ist in der Tat existent. Es ist, wenn ihr aber mehr wissen wollt, die Hexe Grimm. Sie ist diejenige, die das meiste Wissen darüber angesammelt hat und diese auch das Ei. Sollte es in ihrem Besitz haben. Wie passend, da ich sowieso vorhatte, mich mal mit der Hexe zu unterhalten. Nun gut, falls euch irgendjemand mal auffallen sollte, der wirklich sehr gerne blutroten Wein trinkt und eventuell sogar kleinere Messer toll und schön findet, würdet ihr mir davon erzählen? Ach, ihr meint nicht unseren Totengräber, richtig? Trifft das denn auf ihn zu? Nun, er mag zumindest kleine Messer. Ob er blutroten Wein mag, weiß ich nicht. Ach, das ist ja interessant. Vielleicht sollte ich mich mit ihm mal unterhalten über Getränke, die er gerne trinkt. Übt ihr an Tieren oder habt ihr bereits eine Person ausgewählt? Das ist Pepe! Ich denke, die müssen wir noch finden, die Person. Pepe, was? Warum bist du im Pranger? Das trifft sich gut. Oh, lange Geschichte. Ich hab das Pferd gestohlen vom König. Ach du, das Pferd, dann ist... Ja. Herr Alchemist? Ja, bitte? Wir hatten uns doch vorhin bei den... die Prinzessin hat natürlich Vorrang. Seid gegrüßt. Natürlich habe ich Vorrang. Und Nachrang. Was ist... Und Nachrang. Was ist mit dem Trank? Ach, der Trank. Ja, der ist fertig. Geben Sie mir. Ja, kommen Sie mit. Ich komme gleich wieder, ja? Ja. Ich kann gerne mitkommen. Na gut. Wie ihr wünscht, Prinzessin. Wenn man vom Teufel spricht, aufpassen. Ach ja. Teufel? Mit Teufeln wäre ich im Moment vorsichtig. Gut, wer zuerst? Sie, oder? Die Prinzessin, also. Natürlich. Ich bin eine Prinzessin des Volkes, also darf er natürlich zuerst. Genau. Oh, das ist natürlich wunderbar und die Prinzessin darf hier auch sehr gerne zuhören, denn die Prinzessin muss ja wissen, was in ihrem Land passiert. Also. Ganz genau. Ja, Herr Alchemist, wir hatten uns ja vorhin in diesem magischen Pilzwald getroffen. Ich habe euch kurz danach belauscht und habe mitbekommen, dass ihr mir eigentlich nur einen Bären aufgebunden habt, aber
ich war trotzdem gewillt, in diese Berge hinaufzumarschieren und war auf den höchsten Gipfeln von Rustalot. Und mir sind komische Dinge aufgefallen. Zum Beispiel ein riesiger Krater, der fast aussah wie ein riesiges Nest eines Drachen. Und eine Kammer in den Eisbergen, die aussah, als wäre da, naja, da war ein riesiges Pentagramm und ein Opferaltar. Und das sah alles sehr, nun ja, habt ihr eine Erklärung dafür? Klopf, klopf. Habt ihr eine Erklärung dafür? Wofür? Also alles. Der Junge von Walde. Ja. Es könnte sein, dass dort die schwebende Insel war, die jetzt nicht mehr dort ist. Zumindest ist ein Stück aus Rustalot ausgebrochen und ist in die Lüfte gestiegen. Oh. Eine schwebende Insel? Das klingt ja verrückt. Die hat, glaube ich, einen Krater hinterlassen. Aber es gab auch mal einen Drachen vor meiner Zeit. Ich habe die Legenden gehört. Es kann auch sein, dass sie das Nest des alten Drachen gefunden haben, ja. Das kann gut sein. Ich habe auch von einem Ei eines Drachen gehört mittlerweile. Genau, aber das sind nur Legenden aus fernen Zeiten. Erzählt mehr über die Pilze. Nun, es war ja ein Aushang ausgestellt vor dem Rathaus über die Beschaffung für die Hexe von bestimmten Pilzen, magischen Pilzen. Und deshalb machte ich mich auf die Suche, um ein wenig Taler zu verdienen von der Hexe. Und naja, dann kam ich in diesen Pilzwald mit diesen riesigen Pilzen, größer als ihr, fünfmal so groß als ihr. Und da war auch dieser Mann mit seinem Gehilfen. Und die haben mich irgendwie in die Berge verwiesen. Vielleicht sollten wir die Türe schließen. Oh, lauscht da etwa. Je nachdem, wie wichtig dieses Gespräch ist. Ich kann es noch nicht ganz deuten. Oh. Wenn Sie möchten, kann ich auch gern später wiederkommen. Oh, wer sind Sie denn? Wir können ruhig reinkommen. Desto mehr, desto besser. Ja, kommen Sie rein. Sie haben doch eh schon alles gehört. Ja, entschuldigt. Ja. Ich bin neu in der Stadt. Ah, ich komme aus Fernsehen. Hallo, neu. Ich bin Prinzessin Lalina. Hallo, Prinzessin. Es ist mein Name ist Norel von Neumondlicht. Gestattet mir die Frage, Neuling. Was ist euer liebstes Getränk? Ein kühles Wasser. Okay, hat sich erledigt. Danke. Sehr schön gefiltert. Ich hörte, ihr redete von einem Ei. Entschuldigt die Störung. Ich wollte keine Informationen beschaffen. Och, aber jetzt interessiert es mich doch. Eier gibt es hier zu Genüge auf dem Markt. Groß und klein. Sie sprachen von einem Drachenei, ich bin mir sehr sicher. Es gibt Legenden, dass in den Bergen mal ein Drache gehaust hätte, ja, der dieses Dorf vor ewigen Zeiten mal bedroht hätte. Aber er wurde besiegt oder verscheucht, ich bin mir da nicht sicher. Ich glaube, mehr müsste in den Büchern stehen. Aber was hat es mit diesem Ei auf sich? Naja, das war dann ein Ei wieder gefunden? Ich habe kein Ei gesehen. Das müssten Sie den Herren fragen. Der war dort auf den Bergen. Oh nein, ein Ei habe ich nicht gesehen. Nur etwas, das aussah wie ein Nest, wo ein Ei reingehören würde, mit der Größe eines Menschen mindestens. Verstehe. Überprüf das doch. Geht da nochmal hin und schaut, ob da ein Riesenei ist. Und dann berichtet uns davon. Das kann ich natürlich gerne tun. Jetzt sofort. Du hast eine ganze volle Stunde Zeit. Darf ich den Vorschlag machen, dass wir gemeinsam als Gruppe aufbrechen, um dieses Ei zu suchen? Mich würde das auch interessieren. Nun gut, ich meine, ich bin ja jetzt bewaffnet, also von daher, das sollte schon irgendwie klar gehen. Die RPG-Party, wirst du dich verarschen? Wir werden das schon überleben. Ein Axtmann. Ja. Und ich habe meine Intelligenz dabei, das ist auch eine Waffe. Ja. Nun, ich habe kräftige Beine und Arme. Habe ich das Sir Kokok gehört? In Ordnung. Gut, dann führet uns zum Nest. Los, Obstverkäufer! Los, Schatzi. Sir Kokok, das legendäre ritterliche Huhn. Ein feiner Kok. Es ist mir eine Ehre. Geht es euch gut, Sir Kokok? Das klingt gut. Ein guter Schlag. Oh, was zum... Ein guter Schlag. Oh. Nun denn, beeilen wir uns. Der Weg ist lang. Wenn man so ein Ei wirklich... Bitte ein wenig langsamer! Ich bin noch so klein, ich hab nicht so eine Reichweite. Ich wette, ihr könntet viel schneller laufen als wir, hättet ihr nicht dieses enge Kleid an. Ja, aber ich mag's eng. Es, ja. Eng ist sicherlich eine wundervolle
Wir gehen mal. Das, ja, das kann ich verstehen, ja. Seht ihr diese hohen Berge da oben? Dort schlägt es uns hin. Aber dieses Nest ist doch nicht auf den Bergen, oder? Doch, aber nicht auf den Gipfeln, keine Angst. Peppe, warst du eigentlich schon da oben? Ich war da noch nie oben, nein. Du hast es vorhin geschafft, da hochzukommen? Ja, es war ein bisschen kompliziert, aber eigentlich gar nicht so schwierig. Ich danke Ihnen. Und im Gegenzug kann ich Ihnen beibringen, wie man ganz hoch und schrill sprechen kann. Nicht wahr, Herr Alchemist? Ihnen habe ich es ja auch schon beigebracht. Etwa so? Ja. Ganz genau. So schön hoch und schrill. Hallo? Okay. Oder so? Hoch und schrill, ja. Das ist aber toll. Genau. Lasst uns weitergehen. Okay, alles klar. Versuchen wir es mal. Wieso redest du so wie ich? Das gibt bestimmt noch ein bisschen Schlag. Aber es tut mir leid. Prinzessin, ich hoffe, ihr seid warm gekleidet. Die Berge sind kühl. Danke. Ja. Prinzessin, waren Sie schon mal oben auf dem Berg? Ach ja, bevor wir hochgehen, möchte ich euch noch etwas Interessantes zeigen. Ja, ich warte auf euch. Ja. Schaut diese Karte hier. Ja, schön. Gebildet wie ihr seid, seht ihr natürlich direkt, dass das hier nicht die eigentliche Karte von Rustalot ist, sondern eine ganz andere. Natürlich. Ja, da sind so... Warten Sie, ich glaube... Da sind so Lücken. Das kann nicht sein. Wisst ihr, was das ist? Hey, oh, eine Fackel. Ich werde Ihnen jetzt etwas aus meiner Vergangenheit erzählen, in Ordnung? Ja. Und das ist sehr privilegiert, weil ich erzähle nicht gern über meine Vergangenheit. Ich verstehe. Diese Hügel, diese Berge. So unglaublich, wie sie auf diesem wunderschönen Bild zu erkennen sind. Dabei handelt es sich um Hesselot. Hesselot? Das ist aus fernem Lande. Ich wurde dort geboren. Sind Sie da etwa her? Oh! Sehr wohl. Als hätte es gerochen. Hesselot hatte einst ein sehr, sehr guten Stand. Wir hatten auch ein Königreich. Aber mit der Zeit wurde dies zu Fall gebracht und alles ging den Bach runter. Sind Sie etwa der Thronfolge von Hesselot? Belassen wir es erstmal bei Streicher. Okay. Wissen Sie, als mein Volk damals zu Bruch ging, war alles außer Rand und Band. Ich sage Ihnen, Prinzessin, so etwas habe ich noch nie erlebt. Von heute auf morgen gibt es keine lachenden Menschen mehr. Keine schönen Marktplätze. Keine Tavernen, die bestückt sind mit lauter Bier und Wein. Also auch keine Betrunkenen. Ganz recht. Schrieb den Zeitpunkt an, hieß es nur noch Schutt und Asche, Feuer und Schreie. Und Hesselot kein Alk. War dem Untergrund nah. Sehr wohl. Traurig. Darauf erstmal einen Schluck. Ja. Aber guter Mann, warum sollte eine Karte von diesem Reich sich hier befinden, an diesem Fass? Ich weiß eventuell, womit das zusammenhängen könnte. Und eventuell auch mit dem Grund, warum ich hierher gekommen bin. Es kann sein, dass sich unter Ihnen eine gewisse Person aufhält. Und das ist alles, was ich Ihnen bisher sagen kann. Ich werde weitere Informationen sammeln. Und Ihnen dann Bescheid geben. Jawohl. Nun los, verzeiht, Streicher, die Person, von der ihr gerade geredet habt, die steht nicht zufällig auf blutroten Wein und kleine Messer? Nein. Gut, danke. Vergesst, dass ich gefragt habe. Okay, Dorial. Ja. Hört uns fort. Natürlich. So, und hier kommt der ganze Trick bei dem Ganzen. Hier ist nämlich ein sehr enger, versteckter Pfad. Hier geht's lang. Ja, schon wieder so eng. Was ist denn hier los? Ja, hier ist alles sehr eng in diesem Reich anscheinend. Hast du das Ganze alleine gefunden hier, Dorial? Ja, es war wohl mehr Glück als Verstand. Haben Sie sich wohl geehrt, Herr Pepe? Ja. Tut mir leid, du bist vielleicht doch gar nicht so dumm. Ich hab Blätter in meinem Mund. Wir haben Sir Kokok verloren. Sir Kokok. Wartet ihn. Steckt er fest? Bo, 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 bo. Irgendwo dort hinten.
Ich versuche, seine Sprache zu sprechen. Sir Kokok, hier. Nun denn, weidet eure Augen an dem magischen Pilzwalde. Vorsicht, die Gräser sind sehr hoch. Sträucher. Um Gottes Willen. Guter Herr. Alles gut. Oh nein. Alles gut. Ich helfe Ihnen. Mein Fuß steckt fest. Mein Fuß steckt Moment, im Felsen fest. Ich helfe. Lasst uns gemeinsam ziehen. Okay, auf drei, okay? Okay. Eins, ich drücke. Zwei, auf drei. Drei. Eins, zwei. Ja. Oh, komm, langsam. Oh Gott. Stopp, bitte. Scheiße. Oh. Okay. Oh, ihr habt mir fast meinen Fuß abgerissen. Alles klar, okay. Oh, okay, wir müssen ihn da irgendwie rausbekommen. Oh, er ist felsenfest. Nun, ich habe kein Messer dabei. Okay, ich glaube... Nein, bitte, Prinzessin. Das ist gut gemeint, aber... Hattet ihr nicht einen Hammer? Wir sollten dafür sorgen, dass die Erde ein wenig aufgelockert wird. Wie wäre es, wenn Sie versuchen, die Erde zu befeuchten? Ich kann den Stein irgendwie attackieren. Ja, oh Gott, das... Sie drücken ihn weiter rein. Sie drücken ihn... Prinzessin, stopp! Sie drücken ihn weiter rein! Weiter rein? Bitte! Nein, stopp! Bitte! Warten Sie, guter Mann, ich habe etwas Wein dabei. Ja, sehr gut. Vielleicht wird ja Wein helfen. Sehr gut. Dann schluckt es besser. Oh ja, sehr gut. Okay, jetzt... Hier... Crowley, greifen Sie mich am Arm. Moment, ich hab auch was zum Flutschen. Oh. Ich hab noch einen alten Fisch, der ist ganz klebrig. Das wird hart, ja, mit der Zeit. Auf drei versuchen Sie es nochmal. Ja, Prinzessin, nehmen Sie bitte meinen Arm. Oh Gott. Habt ihr noch beide Füße? Danke. Sieht doch aus wie neu. Dankeschön. Das ist eine Weile her, als ich das letzte Mal in so einer tiefen Spalte gesteckt habe. Ja, Spalten sind immer schön. Hier ist der Weg nach oben. Seid ihr schon mal geklettert, Prinzessin? Sehe ich aus, als würde ich klettern? Nein, aber ihr seht aus, als könntet ihr es vielleicht mögen. Das könnte sein, ja. Ich glaube auch, dass wir gar nicht da lang bitte, bitte müssen. Guckt nicht nach hinten. Ich weiß nicht, ob ich, Ihr macht das super, Prinzessin. Ja, danke. Greifen Sie meine Hand. Ich mach eure Hand. Ja, sehr wohl. Kommen Sie her. Na los. Okay, sehr gut. Dankeschön. Ihr schafft das, Miladies! Die Abenteuerlust hat mich gepackt. Ich freue mich. Ein Gefühl, das ich nur zu gut kenne. Oh, interessant. Nun, ihr werdet euren Augen wahrscheinlich nicht trauen, aber haltet euch fest. An diesem Ort ist Grausames geschehen. Ich spüre so ein Kribbeln, falls Sie das meinen. Bringt er eine gewisse Unruhe in mir auf. Ja, ich bin auch schon die ganze Zeit. Wir auch. Ist das Licht da gerade angegangen, oder? Wer seid ihr? Oh, was zum... Was zum Teufel? Okay. Nein, Pepe, ich kann auch kämpfen. Guten Tag. Ja, ich weiß. Ich will mich nur hinter ihm verstecken. Los auf den Altar mit dir, Pepe. Okay, wir aber auch ein können wir überleben. Was wollt ihr? Nichts, ich dachte, ihr wollt etwas von mir. Entschuldigung, wer seid ihr? Wir. Ich bin ein Geist des Eises. Die Letzten wollten Hilfe bei einem Rätsel. Aber ihr seht nicht nach Rätsel aus. Was hat es mit diesem, Zeichen auf sich? Oh, früher gab es andere hier. Und sie haben hier böse Dinge verscheucht. Heute waren auch wieder welche hier. Andere, die haben dasselbe getan. Ich weiß nicht. War hier. Ich weiß nicht. Was haben sie verscheucht? War es ein Mann mit rabenschwarzem Haar, das dann grau wurde. Und der Meister. Der Meister. Was wollte er von Ihnen? Von mir? Hilfe bei einem Rätsel, ich liebe Rätsel. Oder von diesem Ort. Rätsel? Welches Rätsel? Dieses Rätsel, wie lautet es? Oh, es war ein Rätsel um einen Namen. Um einen Namen? Sie brauchten den Namen des Dämons. Ich weiß nicht. Wie lautet der Name des Dämons? Oh, ich kann euch das Rätsel nochmal sagen. Vielleicht kommt ihr drauf. Sehr gerne. Sprecht.
Namen sind Geheimnisse. Sie verbergen sich in Lauten, gesprochen zwischen Gedanken, meinen das eine und sind das andere. Das ist so ein bisschen wie eine Anleitung. Und jetzt kommt das eigentliche Rätsel. Eine Person verbirgt sich im Kern des Lichts. Licht ist wichtig. Stelle deine Frage an die Esse, doch nach den ersten Lauten wird deine Zunge erstarren. Wer willst du sein? Dein Beginn? Kein S? Dein Haar? Soll es am Ansatz wieder die Farbe von verunverändertem Erz haben? Es hat geholfen, es niederzuschreiben und die Worte zu unterstreichen, die wichtig sind. Aber es ist ja auch schon gelöst. Ihr könnt auch einfach die Leute fragen, die es schon wissen. Es geht um den Mann im Kerker, habe ich recht? Welchen Kerker? Welcher Mann? Gute Frage. Der, wie hieß der Mann, den ihr gerade gesagt habt? Dieser Opa mit dem langen Gewand. Der Mister. Ja, genau. Er erzählte mir davon, dass er eine Person habe, die im Kerker sitzt. Entschuldigung. Und diese Person sei von einem Dämon besessen. Und er versucht, ihn zu befreien. Sie haben gesprochen von einem Anker. Diesen Anker trägt der Vater auf seinem Rücken. Geht es darum, oder werter Eisgeist? Zeit. Warum schlagt ihr euch? Meine Hand ist ausgerutscht. Es tut mir leid. Ein nervöses Zucken, ich verstehe. Aua. Gibt es mehr von euch? Ich habe viele Geschwister. Fünf im Wald. Was zum... Was war das? Ach du meine Güte, wir müssen hier raus. Wir sollten verschwinden. Mein Schwert ist doch noch in Auftrag. Verdammte. Was wollt ihr? Dass ihr verschwindet. Das ist die Prinzessin von Rustalot. Ihr könnt ihr nichts befehlen. Dämonen ist egal, welchen Rang irgendein Mensch hat. Denn ich habe ein Schwert. Oh Gott, Prinzessin, wir sollten gehen. Prinzessin? Ja. Wo seid ihr? Ich werde euch heimsuchen. Das könnt ihr gerne machen, ich wohne im Schloss. Alles klar. Mein Zimmer ist immer offen. Okay. Sehr gut. Ich glaube, ich mag sie. Wir sehen uns also wieder, ja? Ich glaube, bis wir dann, gute Nacht. Alles klar, bis heute Abend. War schön mit euch. Also, das ist definitiv ein besserer Zimmerkumpan, als eure Schwester immer hat. Können eure Gemüter überhaupt noch mehr aushalten? Ach, das geht schon. Ich denke, wir sind tough. Sie schafft das, mit Sicherheit. Beeindruckend, oder? Wunderschön. Faszinierend. Schauen Sie, Prinzessin. Können Sie Ihr Zimmer von hier sehen? Ja, es ist genau da drüben. Wenn Sie ins Schloss reingehen, dann rechts unten und dann nochmal rechts und dann nochmal nach links und dann nochmal nach rechts. Und das ist mein Zimmer. Also haben Sie ein Zimmer mit Seeblick, ja? Ja. Fertig. Ihr habt ihn ganz schön erzählt. Danke, ich was zum Zurückkommen. Ich hätte mir nie im Leben gedacht, dass ich heute noch so eine Art Führer spiele für sowas. Das ist richtig wild. Ja, wenn er Angst hat, dann passiert das. Alles gut. Oh, alles gut. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Na los, sportet euch. Schmeiß die Kacke wenigstens sie runter. Sie muss in einer halben Stunde wieder in ihrem Zimmer sein. Oh, ja, sonst kriege ich Ärger von meinem Vater. Und dann darf ich keinen Männerbesuch mehr empfangen. Ich bin gestolpert, mal wieder. Dorial? Was denn? Ja? Sind Sie vorsichtig, bitte. Prinzessin, kommen Sie zurück. Keine Angst. Hier sind Ranken, an denen können wir runter.
scheint leer zu sein. Ja. Das ist ja das Verrückte. Habt ihr uns nicht ein großes Ei versprochen? Nun ja, ich erwähnte ja, ich habe das Nest gefunden. Deswegen erkundigte ich mich überhaupt nach dem Ei. Das heißt, das Ei ist vermutlich geschlüpft. Hilfe, ich bin blind, ich sehe nichts mehr. Okay. Oh! Verdammt. Was? Du bist weg. Ich weiß nicht, wohin. Der Streicher, der Streicher. Oh, Scheiße, mich berührt was am Fuß. Alles okay, wir müssen hier dringend weg. Alles klar, lasst uns verschwinden. Renn. Schnell weg hier. Ich hab mal gerade mein Schwert ausgepackt. War das ein Bär? War es ein Drache? War es möglicherweise ein Drache? Klingt so ein Drache? Okay, wir sollten schnell zurück. Vielleicht ein junger Drache. Okay. Man sieht hier gar nichts. Hat hier jemand schon mal einen Drachen gehört? Gesehen? Pepe. Wirklich, sehr viel Dreck hier. Sag mal. Wir müssen hier weg. Ich schaff's sonst nicht mehr. Was ist denn? Geht's Ihnen gut? Los, schnell. Nein, wir sollten uns auf den Rückweg begeben. Ja, in Ordnung, alles klar. Ihr habt recht. Ich glaube, ich werde es nicht mehr schaffen. Prinzessin, wartet, ich gebe euch was. Die wieder. Oh, Scheiße. Oh Gott, es rollt. Nein, ich habe es. Hier, nehmt schnell. Alles klar, okay. Sind alle wohl auf? Dankeschön. Okay, gut, geht dass langsam immer einen den Kürbis Berg dabei hinab, Prinzessin. Haben. Kürbisse vom Obststand von Ella Drake übrigens. Jetzt machen sie doch Werbung. Besser aufs Haus, oder? Natürlich. Also heute habt ihr auf jeden Fall sehr viele Kalorien verbrannt. Ihr solltet euch morgen direkt einen Kuchen bestellen. Vorsicht. Weiter. Oh, was ist das? Eigentlich? Durex, ich glaube, ich brauche noch einen Kürbis. Möchtest du fahren? Alles klar, seid ihr alle bereit? Oh Gott. Oh, um Gottes. In welche Richtung? Einfach geradeaus runter? Gut. Steigen Sie auf. Nein! Warten Sie! Ich kann nicht hier bleiben, ich sitze schon! Raus da! Okay. Wir sitzen alle, tut mir leid, Meister Kroll! Ihr schiebt an, glaube ich, Prinzessin. Meister Kroll, wir sehen uns! Ich kann nicht mehr, ich sehe schon wieder so eine Zweier! Um Gottes Willen! Oh Gott! Seid ihr okay? Alles gut! Ah, perfekt. Ja. Okay, geht es euch gut, Miladies? Jetzt ist ich raus. Alles okay? Okay, steigen Sie kurz ab. Ich kann das. Achtung, Dorial! Moment, Vorsicht! Vorsicht! Ich hab dich! Alles gut! Fang dir mich! Okay, sehr gut. Oh. Das ist ein Eisbär. Haben wir Kroll verloren? Oh. Sind die aggressiv? Ich weiß nicht. Wie schmecken die? Ich glaube, das ist ja, alles klar. Wir sollten uns, wo ist Kroll? Kroll. Prinzessin, komm. Sie kommt nach. Stark, ja. Wir müssen alles gut. Und schreien. Ja. Die haben Angst vor Feuer, habe ich gelesen. Gott, ich habe Feuer. Hast du Angst? Weg. Kusch. Oh, das ist sauer. Ich habe ein Schwert dabei. Dass Bären es nicht mögen, wenn man sie imitiert. Oh, Prinzessin. Oh, wir müssen weg, Ich schmecke gut. Prinzessin! Tötet ihn. Prinzessin! Strecke den Bären nieder. Komm zu mir. Ich habe das erste Mal einen Bären erschlagen. Wir haben den scheiß Eisbär getötet. Oh, danke schön. Pepe, warum liegst du denn jetzt am Boden? Ich dachte, er liegt doch immer am Boden. Er ist immer am Boden. Alles in Ordnung? Ihr habt es geschafft. Ich habe die Knöchel ein bisschen verstaucht. Wie habt ihr das gemacht? Immer der Wand entlang. Aber den Bär, den haben wir gut erschlagen. Ich bin so stolz auf mich und uns alle. Also eins muss ich sagen, ich hatte noch nie so viel Spaß in meinem Leben. Wir sind wie eine dieser Abenteuergruppen in den Geschichten. Bitte? Oh, Pepe! Oh, Scheiße! Pepe! Ich hab ihm gesagt, sie soll langsam machen. Immer wieder rutscht er auf Scheiße aus. Das war Holz. So kennen wir den Pepe. Hui, was für ein Abenteuer. Gehen wir da morgen nochmal hin? Klar. Euch gefällt sowas? Ja, ist ganz spannend. Ich glaube, hier trennen sich unsere Wege.
Halt die Schnauze! Wir wollen doch Leute trinken, du elender Klammerklaus! Oh Gott, Frau Eller? Ja. Wir müssen uns morgen unbedingt mal ganz lange unterhalten. Es ist sehr viel passiert. Moment, warum steht meine Tür offen? Habe ich die nicht zugemacht? Ich bin mir sicher, ich habe nur vergessen, sie zu schließen. Vergesslich wie ich bin.